Übernachtest du heute wieder bei Lina? Nee. Ich habe mir Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich ausziehe. Was? Hallo. Hallo. Oh. Tag, Horst. Hi. Was machst du denn hier? Ich dachte, du hast ein Date mit Stief. Es geht dich gar nichts an. Aber wenn du es genau wissen willst, ich mache mir Sorgen um Jan. Ich dachte halt, dass er hier ist, aber er hat sich nicht mal das ganze Wochenende bei Horst gemeldet. Ich frage mich, wo der sein soll. Und du? Ja, ich bin auch wegen Jan hier. Mach mir Sorgen. Aha. Aber wie, der ist nicht hier? Leute, das ist lieb und nett, dass ihr euch Sorgen macht, aber macht euch mal ein bisschen locker. Der will mit Sicherheit von dem ganzen Rummel mal seine Ruhe haben und erholt sich irgendwo in einem schönen Luxushotel oder so. Luxushotel? Jan. Ja. Ist er das nicht? Jan! Sag mal. Jetzt mal nicht so schnell hier, ne? Ich dachte, er ist in einem Luxushotel. Jan, hallo! Kannst du mal stehen bleiben? Da kannst du das Ding doch mal ausmachen. Was soll denn das? Was wollt ihr, hä? Mich wieder nerven? Weil Sophia mir das Herz rausgerissen hat? Sorry, dass ich einfach so abgehauen bin und eure Anrufe seitdem ignoriere. Aber was checkt ihr daran nicht, dass ich einfach nur meine Ruhe haben will? Das verstehen wir doch. Aber was verstehst du denn nicht daran, dass wir uns Sorgen machen? Wir haben Angst um dich, eben weil wir wissen, wie du schon mal reagiert hast, als du so verletzt worden bist. Wir haben einfach Angst, dich alleine zu lassen. Und es ist halt auch einfach kein Grund, von der WG abzuhauen. Wir sind doch deine Freunde, wir wollen doch einfach nur für dich da sein. Ja, okay, Freitag sind wir dir vielleicht ein bisschen auf den Sack gegangen. Aber letztendlich haben wir das ja nur gemacht, weil wir für dich da sein wollen. Hm. Dann hatte die Aktion ja doch was Gutes. Schön zu sehen, dass er endlich mal wieder an einem Strang zieht. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass ihr euch Sorgen oder dergleichen irgendwas macht. Aber ihr habt mich so genervt mit eurer Betüdelei, da wollte ich einfach nur noch weg. Ja gut, dann haben wir es jetzt geklärt, dann kannst du mit zurück in die WG kommen. Ja. Und wir reißen es eurem Riemen. Ja. Nee. Ich will hierbleiben. Ich merke, dass das hier genau das ist, was ich jetzt gerade brauche. Aber ey, wenn du Bock hast im Camper, hast du noch Platz? Kannst du dir mal überlegen. Okay. Aber ein Käffchen trinken wir schon noch zusammen, oder? Klar, gerne. Ja? Gerne. Bitte. Lass auch einfach mal. Naja, um ehrlich zu sein, tut es mir alles andere als gut, Jule so oft zu sehen. Aber in einem hat Jan dann doch recht. Irgendwie fühlt sich's mal wieder ganz schön an, mit ihr in einem Team zu sein. Aber komm, war schon irgendwie lustig, wie er da abgedampft ist, ne? Boah, ich hoffe, Jans Laune hält sich, ne? Ja, hoffe ich auch. Sag mal, hättest du nachher noch mal Zeit? Mhm. Ja, wir waren noch auf dem Campingplatz bei Jan und das hat alles ein bisschen länger gedauert. Scheiße, ich hätte dir Bescheid geben müssen, tut mir leid. Aber lass uns doch noch einen Kaffee trinken, bevor wir in die Stadt gehen, ja? Na klar. Möchtest du auch einen Kaffee trinken? Nee, danke. Letztens habt ihr euch noch über Scheidung geredet und so hart gestritten. Jetzt wohnt er unter einem Dach. Ich meine, das ist doch irgendwie komisch. Ja, verstehe ich. Ich werde drüber nachdenken, okay? Dann möchtest du Kekse zum Kaffee? Stief ist eine Knalltüte. Aber irgendwie hat er ja recht.
Ich meine, ich wollte mir doch eh eine eigene Bude suchen. Nach den ganzen Beschiss in den letzten Wochen kann ein bisschen Abstand zu Jule nicht schaden. Übernachtest du heute wieder bei Lina? Nee. Ich habe mir Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich ausziehe. Was? Hast du eine Wohnung gefunden oder das hast du gar nicht erzählt? Nee, noch nicht. Ich habe mit Jan gesprochen und würde übergangsweise, bis ich was gefunden habe, zu ihm auf dem Campingplatz ziehen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen aus dem Tritt, weil also ich habe gedacht, dass wir uns die letzten Tage eigentlich voll gut verstanden haben. Wir haben uns gar nicht mehr gestritten. Es lief doch alles, also warum? Ja, wir haben uns nicht gestritten. Aber ich habe das Gespräch zwischen dir und Steve mitbekommen. Und auch wenn es mir schwerfällt, dass ich dem Mayopai recht gebe, bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass es komisch ist, hier unter dem Dach zu wohnen, mit dir zusammen. Und wir beide so tun, als wäre nichts gewesen. Deswegen ist es besser, wenn ich ausziehe, wenn wir das Kapitel abschließen und ja, so halt ein Neuanfang wagen. Okay. Findest du das nicht etwas überstürzt? Keine Ahnung. Wenn es für dich okay ist, würde ich mich heute noch mal bei meinem Anwalt melden, um noch ein paar Infos für die Scheidung reinzuholen. Das haben wir jetzt zuletzt ein bisschen schleifen lassen. Fühlt sich irgendwie komisch an, als. Ist besser so. Wenn du meinst. Ich habe uns mal Verstärkung mitgebracht. 20 gute Freunde, oder? Ah, da sagst du was. Wo sein? Ihr machtet euch gemütlich hier, oder? Hier, ein Würstchen dazu. Eins weniger, oder stell mal hin. Ja, nee, ich muss hier noch mitnehmen zur Fienchen. Oh, warum? Nee. Hm? Ja, ich will Fienchen ein bisschen bestechen. Also. Bis später. Immer, danke, dass du noch ein Plätzchen frei hattest hier für mich. Schön. Ehrensache. Ich meine, klar, der Grund, warum wir hier sitzen, ist halt ein bisschen beschissen. Aber wir machen das Beste daraus, glaub mal. Wird eine super Zeit. Ja, hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt, aus der WG auszuziehen und mich von Jule zu verabschieden. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich gehe zu Patrick und werde doch ein paar Tage da bleiben. Alles klar, viel Spaß, ja. Sag mal, ist heute nicht eigentlich der Gig von Steve? Ja, aber ich hatte keinen Bock auf Party. Alles okay, viel Spaß, ja. Danke.
Schatz, ich liebe dich. Ich dich auch. Marc, genau das ist das, was ich meinte. Genau sowas hier. Abschall und Ablenkung von Sophia, um die Scheiße zu vergessen. Einfach mal Mensch sein. Hör mal, weißt du, was wir nur für ein Problem haben? Wir brauchen mehr Bier. Ihr habt nämlich leer. Ja. Auch. Scheiße. Aber hier ist ein Bütchen um die Ecke. Ja, haben die einen Lieferdienst gehört? Ja, ich bin hier. Guck mal. War mit dem Rasentrecker. Ui. Was den Schlüssel steckt. Was ist das denn für ein Gerät? Der Schlüssel steckt. Guck mal. Kannst du das denn fahren? Ich hab Führerschein. Das ist mega. War ein anderes Thema. Was ist das denn eigentlich für eine Gesellschaft? Das sind fieses Gartenzwerge. Die liebt über alles. Die sind sau teuer. Ja. Dann tun wir es hier jetzt mal schön tief. Was? Schwimm. Was willst du machen? Ja, wir nehmen dich mit. Dann verkaufen wir, dann können wir noch mehr Bier kaufen. Mehr Bier ist super. Ja. Beeil dich. Ja, dann könntest du mir auch helfen einfach. Ich muss hier aufpassen. Ja, wir brauchen alle. Dann können wir noch mehr Bier kaufen. Komm jetzt! Was machen Sie da? Digga! Komm mal der Digga lang! Hallo? Oh. Oh. Hallo? Hallo? Hey! Stell dich! Aber Samantha, was ist, wenn die dahinter kommt? Die ist jetzt erstmal ein paar Tage weg und wir haben freie Hand. So behandelt man mich nicht. Das werden mir die beiden auf jeden Fall noch büßen.